Dankbarkeit ist die Mutter aller menschlichen Gefühle. Das hat schon Cicero gesagt, ein römischer Kaiser. Und zu diesem Thema, zum Thema Dankbarkeit, geht es heute in diesem Video. Inspiriert von dem Stück Merci von Iri Revolte. Und ich darf wieder herzlich begrüßen Conny Liv. Dankeschön, dass du dabei bist, dass wir dieses Video machen können, denn wir reden heute aus Erfahrung, wir sprechen von einem Thema, das uns beide sehr berührt, das wir beide sehr benutzt haben, um aus unseren Tiefen, aus unseren emotionalen Löchern wieder rauszukommen, denn wir haben ähnliche Lebenswege durchlaufen und heute wollen wir euch damit bereichern und zusammen mit diesem Lied in eine höhere Schwingung bringen, in eine bessere Laune. Und darum geht's heute. Und da bin ich sehr froh darüber, dass es dich gibt, Conny, dass es dieses Lied gibt, dass wir uns da zusammengefunden haben. Kurzes Dankeschön erstmal hier raus an die Iri Revolte, die glücklichen Aufständischen, übersetzt auf Deutsch, Heidelberger Jungs, die auf Französisch und auf Deutsch singen. Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und danke für die super Laune, die ihr mit diesem Lied verbreitet. Conny, ich starte gleich mal mit einer Frage an dich. Was bedeutet denn Dankbarkeit für dich und wie hat es sich in deinem Leben tangiert? Danke, Martin, für die Frage. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle, die das Video anschauen. Für mich ist Dankbarkeit ein Schlüssel, um mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen. Das ist meine Antwort drauf. Und vor allem ist es für mich ein Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Ja. Am Anfang habe ich das nicht so gesehen, aber es gab vor allem, was ich lernen durfte zur Dankbarkeit, den Unterschied zwischen es nur denken und es fühlen. Weil als Kind bin ich sehr erzogen worden, vielleicht, wenn ihr zuschaut, ihr auch, ja, sag mal schön Danke zur Tante oder zum Onkel, wenn du irgendwas gekriegt hast und dann hast du es gemacht, auch wenn du es gar nicht gefühlt hast, ja, oder gib die nette Hand, ja, wenn du die linke gegeben hast. Und das war bei mir sehr, sehr lange ein Thema, dass ich es nicht nur sage, um zu sagen, sondern dass ich diese Verbindung herkriege, es zu fühlen. Und als ich dann angefangen habe, es zu fühlen, habe ich gemerkt, wow, es erfüllt mich und mein Leben. Ja. Wie geht es dir damit? Was ist für dich Dankbarkeit? Also Fülle stand auch ganz oben auf meiner Liste. Ich nenne es einfach mal die emotionale Selbstwahrnehmung, die ich dadurch erfahre, wenn ich mich dankbar fühle. Und mir ging es so wie dir, wie es mir in meinem Leben schlecht ging. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr in dieser Dankbarkeit war, dass ich die Dankbarkeit eigentlich verlernt hatte. Weil ich habe das eigentlich, ich war auch immer so in Zwiegespalten zwischen dieser Dankbarkeit, dankbar sein zu müssen, weil ich was bekommen habe, was ich eigentlich gar nicht so toll fand, wenn es um Geschenke ging zum Beispiel. Aber andererseits habe ich auch von meiner Mutter speziell erfahren, dass ich abends immer, wenn ich ins Bett gehe, dass ich nochmal Danke sage für das, was passiert ist. Und das ist für mich heute, wenn ich mich zurückversetze in diese Kindheit, das ist für mich der springende Punkt war, warum ich glücklich war als Kind. Weil ich gelernt habe, dankbar zu sein, auch für kleine Dinge. Und das hat damit zu tun, eben sich zu reflektieren, den Tag Revue passieren zu lassen und zu schauen, so was sind eigentlich so die Dinge gewesen, die mir Spaß gemacht haben, die mich glücklich gemacht haben, wo ich ja einfach bei mir war. Und ja, Dankbarkeit, da gehen wir generell die Gefühle, die dankbaren Gefühle wahrzunehmen, ist ja letztlich auch nur, sich mit seiner Seele irgendwie in Verbindung zu bringen und diese Botschaften der Seele zu spüren und zu merken, zu wissen, dass es da noch was anderes ist, als nur dieses oberflächliche Dahinleben. Und das ist das auch, was mir das Lied wiedergebracht hat. Das war, ist 2010 rausgekommen, genau in so einer Phase, wo ich, in so einer Umbruchsphase bei mir, ich war schon ein paar Jahre in Paris und wollte eigentlich wieder zurück nach München, habe mich aber nicht getraut. Und dann, wir können ja gleich darauf zu sprechen kommen, vielleicht jetzt auch die bestimmten Textpassagen, die uns inspiriert haben, die uns berührt haben auch. Aber letztlich geht es darum, für mich, dass ich wieder in Verbindung komme mit meinen Wurzeln und dankbar bin für das, was ich bin. Und das ist eben da, wo ich geboren bin, wo meine Heimat ist, meine Familie ist. Und das ist für mich die Kernbotschaft, die ich aus diesem Lied
erstmal vorwegnehmen. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu dir, Conny. Was hat das Lied mit dir gemacht? Was siehst du auch für einen Nutzen, für einen Effekt in der Dankbarkeit, wenn man die Dankbarkeit spürt, wie du sagst, von Herzen? Ja, danke, Martin. Wunderbare Frage. Ich kannte den Song vorher nicht. Ich liebe Musik und als ich den gehört habe, habe ich sofort gemerkt, der macht auch einfach gute Laune. Ich habe losgetanzt und während ich getanzt habe, habe ich schon gefühlt wieder, also wieder dieses Fühlen, wie gut es mir geht. Ich habe einen gesunden Körper, ich kann mich bewegen, alles funktioniert. Und du hast gerade zwei wichtige Sachen gesagt, da möchte ich nochmal einhaken. Das fand ich ganz spannend. Ja, Dankbarkeit, ja, da, in meinen Worten würde ich sagen, also das Danken bewahrt mich davor, dass mir die Probleme über den Kopf wachsen. Und wenn ich abends halt da sitze und mir darüber Gedanken mache, wofür ich dankbar bin und es fühle, ja, also ich sage gerne nicht dankbar bin, sondern mich dankbar fühle, dann gehe ich halt so den Tag durch und merke, das hebt meine Stimmung, so gehe ich dann ins Bett, so schlafe ich auch ein und so wache ich auch auf. Und das war ein ganz entscheidender Drehmoment in meinem Leben. Und wer das hört da draußen, vielleicht geht es euch auch so, die meisten von uns da draußen, so wie wir es gelernt haben, wir lassen am Ende des Tages früher, bevor ich das umgewandelt habe, mit den Problemen beenden, was alles schiefgelaufen ist, was blöd war, mit wem wir Streit hatten, wer uns verletzt hat und, ja, was schiefgelaufen ist. Du hast den Job nicht bekommen, hast eine Panne beim Auto und dann redest du über all den Scheiß, ich kann es gar nicht anders sagen, ja, vielleicht noch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern und gehst so ins Bett und wunderst dich, wenn du so aufstehst am nächsten Tag. Ja, und wunderst dich, weil es kann eigentlich nur das rauskommen, ja. Und für mich ist Dankbarkeit, in guten Tagen ist es sehr leicht, das möchte ich noch sehr ergänzen, weil du hast gerade die schlechten Tage noch angeschaut. Wenn mir was schief läuft, also mittlerweile bin ich so, ich gehe an den Kühlschrank, ich köpfe eine Flasche Sekt und sage, geil! Ja, wenn was wirklich scheiße läuft. Und alle schauen mich an wie ein Auto und sagen, wieso ist es geil? Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es wird für irgendwas gut sein, weil sonst wird es nicht passieren. Und wenn du das schaffst, da draußen, ja, wer da zuhört, also für die guten Sachen dankbar sein kannst du noch relativ leicht. Ja, du musst es erstmal im Bewusstsein kriegen und es schätzen lernen. Bist du auch dankbar, Martin, wenn alles scheiße läuft? Das war eine rhetorische Frage. ja. Es ist so, tatsächlich. Ja. Dass ich mittlerweile, wenn du dieses Bewusstsein hast, das hast du ja schon gerade angesprochen, dass du weißt, dass es für irgendwas gut ist, beziehungsweise schon, wenn du noch einen Schritt vorausgehst oder zurückgehst und sagst, ich habe das ja auch erschaffen, diese Situation, dieses Problem. Ich komme in dieses Schöpferbewusstsein und sage mir, ich habe mir das geschöpft, das gehört zu meinem Seelenweg, das gehört zu meinem Weg, das gehört zu den Erfahrungen, die ich machen darf. Dann kann ich es auch ganz anders betrachten. Dann sehe ich es als Lerneffekt, dann sehe ich es als Erfahrung, die wertvoll ist für meinen weiteren Weg. Dann kann ich auch mir sagen, wenn ich meine Einstellung zu den Problemen ist sowieso, dass ich keine Probleme mehr habe, sondern nur noch Aufgaben, die es zu bewältigen gibt und die es zu lösen gibt. Und wenn ich dafür dankbar sein kann, dass ich wirklich von tief aus dem Herzen heraus spüre, dass es wichtig war und dass es gut ist, so wie es ist, dann kann ich auch dankbar sein für das, was noch kommt und für meine Erfolge. Und ich, speziell aus der unternehmerischen Sicht, ist es extrem wichtig, dass man diese Probleme als Learnings, wie man auf Neudeutsch sagt, sieht. Dass man sie als Umdenken vielleicht auch, als Potenzial sieht, wie es in der Zukunft besser laufen kann. Und das finde ich das Spannende, wenn man es aus dieser Sichtweise sieht, dass man eben dafür, ja, dass man dafür geschaffen wurde, auch Probleme zu konfrontieren, weil wenn man den Problemen immer nur wegläuft, so habe ich es lange gemacht, wenn man seinen Ängsten wegläuft, dann, wo soll man dann hinkommen? Dann wird man gelebt, dann ist man das Opfer, dann passiert ja nichts. Dann, wie du sagst, dann ist das wie am Abend, wenn du einschläfst und sagst, ah, ich denke über meine Probleme nach, dann bleibst du in diesem Teufelskreis, dass es ständig Probleme nach Problemen gibt. Wenn du aber die Probleme einfach nur umswitcht, was das Wort angeht und auf Aufgaben siehst und dankbar dafür bist, dass du eine neue Aufgabe hast, dann tut sich da einiges. Und dafür
Dafür bin ich heutzutage dankbar. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Conny. Sehr gut, danke. Also wer diese Fragen noch hört in unserem Video, kann auch gerne mal einfach das Video anhalten, selber sich die Frage stellen, unter unserem Video natürlich kommentieren, wie du das erlebst. Wir sind sehr gespannt und freuen uns über jeden Kommentar. Und ich gehe mal auf eine Textzeile ein, die er singt. Also das Französische habe ich teilweise verstanden, weil ich in der 3. Klasse mal Französisch hatte, in der 4., 5. auch noch und dann nicht mehr weitergemacht habe. Ist definitiv noch auf meiner Wunschliste, diese Sprache wieder zu verlernen oder zu vertiefen. Natürlich singt er, dass er über seine Familie, Freunde ist und seine Eltern und so weiter, dass die da sind. Aber irgendwann kommt diese Zeile mit, ihr gebt also auch Kraft und Energie, ihr gebt mir Kraft und Energie, ja. Und dann merke ich bei mir, ja, es ist schön, wenn es im Außen da ist. Ja, es ist schön, wenn der Partner, die Partnerin da ist, die gibt mir Kraft und Energie, da kann ich mich anlehnen. Ja, es ist schön, ich habe einen Sohn. Ja, es ist schön, wenn Geld da ist. Mein Unternehmen gibt mir sehr viel Kraft und Energie. Doch da habe ich da ein bisschen kurz innegehalten und reflektiert, was wäre, wenn das alles nicht da wäre? Wer oder was gibt mir dann Kraft und Energie? Ja? Und bin ich dann dankbar dafür oder habe ich das eben nur alles im Außen? Das möchte ich hier auch mal rausgeben. Ja? Holst du nur diese Dankbarkeit aus diesen äußeren Dingen? Das wäre meine Frage. Oder holst du die auch von innen? Weil ich merke, die Dankbarkeit öffnet mir die Tore zu einem ganz anderen Segen in mir drin, zu diesem Gefühl. Ja, ich merke, wenn ich danken kann, dann sehe ich die Welt auch ganz anders draußen. Dann sehe ich diesen Baum, der gerade Blüten zeigt und andere sagen, oh, da ist der Ast runtergefallen. Ich sehe auf einmal ganz anders nach außen, weil es im Innen anders ist. Ja, und ihr werdet von Martin und mir immer sehr viel zum Gesetz der Resonanz hören. Ja, deine innere Welt kreiert deine äußere Welt. Weil wenn du anfängst, im Innen zu danken, ja, im christlichen, ich komme ja aus dem christlichen Kontext, da heißt es auch immer lobet und preiset, ja. Also wenn du das loben und preisen kannst, dann so, das ist die Grundzüge, wie ich aufgewachsen bin, so eine Grundmelodie des christlichen Lebens. Ja, wir sind hier in einem christlichen Abendland und wie viele Menschen tanzen jeden Abend und loben und danken und preisen, ja. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Und ich sage immer, wie innen, so außen. Ja? Wir haben tolle Sprichwörter. Ja? Und deswegen der Wunsch, die Aufforderung an alle, sich abends ans Bett zu setzen, die Augen zu schließen und mal gucken, wie fühlt sich denn mein Innen an? Und wie oder was fühle ich diese Dankbarkeit? Und was ist denn eigentlich das Wertvollste in meinem Leben? Und für mich ist das Wertvollste, wofür ich jeden Tag danken kann, das Leben selber. Ja, ich lebe. Ja, ich lebe. Danke. Jeden Tag. Neuer Tag. Wow. Ja, das ist so besonders. Ich weiß nicht, ob das jedem da draußen bewusst ist. Was denkst du, Martin? Auf jeden Fall denke ich genauso wie du, Conny. Und ich sehe das Lied auch oder den Text auch etwas kritisch, beziehungsweise aus einer anderen Perspektive, wie es vielleicht dargestellt ist von den Künstlern. Auf jeden Fall ist für mich die Dankbarkeit extrem wichtig, weil du gesagt hast, auch für das Wenige, was man hat. Erst wenn ich das Wenige wertschätze, Wenige heißt ja nicht mal wenig, wenig ist auch wieder nur relativ. Ich meine, was ist mein Leben, ist nicht wenig. Nur alleine da zu sein, alleine zu sein, ist ja schon eigentlich das Nonplusultra. Wenn man es genau nimmt. Und wenn ich früher, wie ich früher erfahren habe, emotional und auch körperlich, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe zu leben, dann ist es für mich jetzt umso wertvoller noch, dass ich morgens aufwache und sage, ich bin noch am Leben. Ich bin gesund. Ich kann aufstehen. Ich kann zum größten Teil das machen, was ich will, auf was ich Lust habe, was mir Freude bringt. Und auch was mir nicht Freude bringt, dafür bin ich dankbar, dass da wieder eben dieser Lerneffekt entsteht, mit dem ich wachsen kann, mit dem ich aufgehen kann. Und wie du schon gesagt hast, und um den Bogen zu schwingen zum
oder zu bekommen, diese Verbindung zu schaffen zum Lied, ist ja auch so, dass er sagt in dem Lied, oder sie, es sind ja mehrere, die da singen, meine Familie hat mich geprägt, ihr habt mich so gemacht, wie ich bin. Meine Familie, mein Bruder, meine Freunde. So beschreibt er das. Und so ist es auch, dass wir, und dann sind wir wieder zu dem Verhältnis außen und innen. Unser Umfeld, unsere Umgebung ist maßgeblich daran beteiligt, wie wir sind, was wir für eine Person sind, wie wir uns wahrnehmen. Allerdings, wie du sagst, wenn ich jeden Morgen wieder als Neubeginn betrachte und dankbar dafür bin, dass ich mich neu erschaffen kann letztlich oder dass ich neu erschaffen wurde, wenn wir mal nachts diese Schaffungsphase betrachten, als Schaffungsphase betrachten, diese Kreation, dann kann ich ja auch entscheiden, dass ich anders bin. Und nur weil mich meine Eltern so geprägt haben, diese Werte mitgegeben haben, heißt es nicht, dass ich so bleiben muss. Und dafür bin ich auch dankbar, dass mir das bewusst wurde, dass ich diese Macht habe, diese Kraft, eigentlich mein Leben so zu bestimmen, wie ich es gerne will und wie es für mich sich am besten anfühlt. Und das finde ich als kleiner Kritikpunkt an dem Lied, dass ich mich ändern kann, so wie es mir passt, dass ich nicht Opfer bin meiner Vergangenheit, sondern dass ich dankbar sein darf für die Vergangenheit, für das, was ich alles mitbekommen habe, von meinen Eltern, von meinem Umfeld, von meinen Freunden, von jedem, der mir begegnet ist. Aber letztlich kann ich auch alles ändern in der Zukunft. Das ist ja unsere schöpferische Kraft, unser gottgegebenes Talent, das jeder in uns hat und das vielleicht am wenigsten bewusst ist, aber dafür darf man dankbar sein, dass man diese Kraft hat. Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir, Martin. Und am Ende von unserem Video möchten wir natürlich auch ein paar Tipps und Tricks rausgeben. Wer mehr will, klickt einfach unseren Kanal definitiv und abonniert mit der Glocke. Es kommt bald wieder das nächste Video. Und wer uns folgen möchte, ganz am Ende vom Video hängen wir immer unsere Instagram-Profile rein, mehr in der Beschreibung. Und wer persönliche Vorgespräche zu seinem Leben und wie wir das geschafft haben, von einem ja nicht bewussten Schöpferleben zu einem Schöpferleben zu kommen, der führt einfach ein Gespräch mit uns, entweder mit Martin oder mit mir. Und dann helfen wir dir, raus aus dem Drama zu kommen und vor allem rein ins Leben. Ja, wir schaffen mit dir zusammen, dass du rausgehst aus dem Überleben und endlich reingehst ins Leben. Ich möchte gern für mich mit einem Satz schließen und einer Übung, die ich sehr wertvoll finde. Und dann gebe ich nochmal an dich rüber. Der kommt nicht von mir, der Satz. Ich habe einen wunderbaren Mentor in den letzten Monaten und in einem seiner Videos hat er gemeint, Dankbarkeit ist Fülle. Und Fülle ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist Fülle. Und Fülle ist Dankbarkeit. Und gerade wenn Unternehmer jetzt zuschauen, fand ich den Aspekt sehr, sehr wichtig, weil ich verschenke aus der Fülle heraus. Verkaufen ist Fülle. Ja? Du gibst einen Mehrwert an deine Kunden und so weiter und du hast Talente und Fähigkeiten hier in dieser Welt mitbekommen, die du endlich auf die Straße bringen kannst, 100%. Wir stehen hinter dir, wir möchten das, dass jeder an seine Größe kommt, dass jeder an sein Potenzial da draußen kommt, weil wir brauchen alle da draußen. Ja, also lasst euer Licht scheinen und die Übung zur Dankbarkeit für mich ist, dass ihr mehr vom Denken ins Fühlen kommt. Ja, dass ihr abends euch wirklich mal eine Routine macht, eine Minute, drei Minuten, muss nicht lang sein. Atmen, Augen schließen und dann gehst du den Tag durch und sagst Danke für das und auch die kleinsten Kleinigkeiten. Danke, ich bin heute aufgestanden. Cool. Ich habe mich endlich mal angezogen. Wow, ich habe den Schrank aufgemacht und so viele Klamotten hängen da drin. Danke, ja, für meine Kleider. Ich kann in die Küche gehen, ich habe ein Dach über dem Kopf und. Und du gehst mal wirklich von morgens bis abends alles durch und zieh das mal eine gewisse Zeit durch. Würde ich mal weiter an Martin abgeben, wie lange du das machst und irgendwann willst du es gar nicht mehr anders machen, dann würde ich sagen, wenn es über 30 Tage schafft, sagt man ja so oft, dann wird es zur Gewohnheit. Und dann willst du es nie wieder ändern, weil du merkst, du stehst anders auf. Ja. Martin, was sind deine Tipps? Also ich schließe mich da an mit dem Aufschreiben, mit dem Fühlen. Das geht für mich fürs Schreiben. Ich habe dann seit 3 Jahren führe ich ein Dankbarkeitstagebuch.
das fülle ich eben morgens und abends immer mit meinen Dankbarkeitstexten zu allem, was mir einfällt eigentlich. Hauptsache es, wie du sagst, es kommt aus dem Herzen, es bringt nichts, wenn ich einfach nur aufschreibe und ich habe da keine emotionale Verbindung dazu. Das macht wenig Sinn. Zusätzlich noch würde ich sagen, das habe ich auch von einem Coach mitbekommen, mit dem ich hier letztes Jahr zusammengearbeitet habe. Der hat mir gesagt, am Morgens denk drüber nach, welche Personen dir gerade irgendwie einfallen, an welche Menschen denkst du gerade, welche Menschen sind gerade in deinem Leben. Oder ich war noch mal in deinem Leben, aber du hättest gerne wieder eine Verbindung zu ihnen. Und schick ihnen einfach mal eine Nachricht und sag ihnen danke für irgendwas, was ihr zusammen erlebt habt. Danke für das, was du erfahren hast durch sie und so weiter und so fort, was du gelernt hast. Irgendwas fällt dir schon ein, für was du dankbar sein kannst, für diese Beziehung, für dieses Verhältnis, was ihr habt oder was ihr hattet. Das macht die zwischenmenschliche Beziehung, vielleicht lässt es aufblühen, auferleben oder beziehungsweise verstärkt sich. Das war sehr, 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 sehr stark. Genau. Oder verschickt unser Video und sagt danke, dass du da bist. Schau dir mal das Video an. Ja? Oder den Song. Den Song auch, genau. Oder was ihr auch machen könnt, und das habe ich gerade ausprobiert, in einem anderen Projekt, ist, dass ich einen Dankesbrief schreibe an meine Zukunft. Weil es das heißt ja so schön, ich komme wirklich bei mir an, wenn sich meine Vergangenheit, egal was passiert ist, mein Jetzt und meine Zukunft miteinander verbinden und harmonisch interagieren. Und das schaffe ich, indem ich schon jetzt mich verbinde mit meiner Zukunft. Man kann es auch manifestieren nennen. Aber auf jeden Fall stelle ich mir schon vor, ich bin schon dankbar dafür, was alles noch auf mich zukommt. Und das ist auch eine geniale Übung, in dieses Glücksgefühl zu kommen, in diese Fülle und zu sagen, hey, ich hab eigentlich schon alles, aber ich kann auch dankbar sein für das, was noch kommt und was ich noch alles haben will. Und wie du gesagt hast, Conny, wenn ich diese Dankbarkeit nicht schon jetzt spüre, dafür ist diese Übung ja auch geeignet, dass wir täglich uns darin üben, dieses Gefühl zu spüren. Wenn es nicht passiert, dass wir es täglich spüren, dann schaffen wir es auch nicht in Zukunft. Also wirklich, der Start ist es, heute zu beginnen. Dann ist für mich der nächste Schritt, in die Vergangenheit zu schauen und für das dankbar zu sein, auch was nicht so gut gelaufen ist. Und dann kann ich erst in die Zukunft gehen. Und das war mein Tipp und der ist, glaube ich, der beste, den ich hier bekommen habe. Sehr, sehr wertvoll, ja. Weil dadurch... wenn ihr das nämlich nicht fühlt, was ihr visualisiert, dann ist es nämlich so, wenn ihr das nicht fühlt oder nicht glaubt oder dankbar euch fühlt, dass es schon da ist, dann kreiert ihr den Mangel. Ja. Und das war ein ganz wichtiger Satz noch. Danke, Martin, dass du das noch als Tipp rausgehauen hast, weil das war auch mein Game Changer, wo ich gemerkt habe, wow, dadurch verändert sich sehr, sehr vieles. Ja, und ich bin immer noch dabei. Bin noch nicht am Ende, weil es einfach so Spaß macht. Ja, ich sehe das sehr, sehr spielerisch. Es gibt auch kein Ende. Ja. Nee, es gibt kein Ende. Gott sei Dank. Wir kommen nie an, es sei denn, wir steigen aus diesem wunderbaren Körper aus und dann geht die Reise weiter. Woanders. Ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gehabt. Vielen Dank, mit dir dieses Video zu machen. Ich überlasse dir den Schluss. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt Beam Up Your Business. Der Live-Talk, der dein Leben und dein Unternehmen verändert. Ja, herzlichen Dank, Conny. Danke fürs Zuschauen. Ich kann auch noch mal wiederholen, was du gesagt hast, dass ich auch sehr dankbar bin und sehr glücklich, dass wir dieses Video gemacht haben, dass wir zu dem Thema gesprochen haben, dass wir dieses Lied gemeinsam aufarbeiten konnten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann setz gerne ein Like drunter, abonniere unsere respektiven Kanäle und schau auch gerne im Clubhouse rein. Das sind Aufnahmen zu unseren Videos, die noch etwas in die Länge gezogen sind und noch ausführlicher sind mit mehr Tipps und spannenden Geschichten von uns, von anderen Menschen, die mit eingeschaltet haben. Die sind alle abrufbereit, circa eine Stunde lang auf Clubhouse in unseren Profilen. Und die Links findet ihr sowieso in unserer Beschreibung. Auf jeden Fall danke nochmal, Conny. Danke fürs Zuschauen. Ja, einfach nur danke für alles. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen super dankbaren Tag, ein dankbares Leben. Ciao. Ciao.